Cult of the Lamb, Folge 42. Und ich habe es versprochen, ich mache das jetzt auch. Ich gehe jetzt sofort in das Spinnen-Dungeon. Versuche jetzt den Endboss ein für alle Mal zu vernichten. Das habe ich mir geschworen. So. Die sind auch alle versorgt und so weiter. Könnte ich da irgendjemand mitnehmen? Ich tue ja ungern Leute opfern, weil ich will ja meine Leute behalten, ne? Umso höher die das Level haben. Umso stärker sind die natürlich auch jetzt, Torti, ich muss es tun. Naja, komm. Du hast noch nicht mal einen neuen Anhänger. Na, sag mal, schäm dich. Gut, Karte, ach, das ist ja das letzte. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Die Leichen deiner Gegner, das ist gut. Eifer wird beim Betreten essen. Ah, das ist auch gut. So, dann haben wir einen Eiferdolch. Das ist nicht so dolle. Ja, das ist okay. Gut. Ich habe viele Herzen, das müsste doch eigentlich hinhauen. Sterni ist gestorben. Lebensenergie opfern. Wie viel denn? Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Und jetzt? Herzen im Gegenzug erhalten. Oh, ich habe grüne bekommen. Ah ja, okay. Naja, das ist doch wahrscheinlich. Wahrscheinlich in Ordnung. Vielleicht aber auch nicht. Der schon wieder. Ich beneide dich nicht. Auch wenn du mich vielleicht noch tötest, so würde ich doch nicht mit dir tauschen wollen. Es wird Zeit, diese hässliche Angelegenheit zu Ende zu bringen. Es wartet an der Spitze der scharfen Klinge das unentrinnbare Schicksal, das einem bevorsteht. Er wartet im Auge des wütenden Sturms, wenn ein langer Tag zu Ende geht. Damit kannst du mich nicht schocken. Okay, wie viel Verlust habe ich jetzt da hinnehmen müssen? Ein bisschen was.
Anhänger, Herzen, ich weiß nicht, was das bedeutet, das sieht ja sehr spannend aus. Da gibt es ein Herz und irgendein Händler. Ich gehe mal da lang. Wohl bedeutet mit diesen Herzchen da. Gegnerische Lebensenergie halbiert, doppelter Schaden erleiden. Aber das ist, glaube ich, ganz gut für meine Flüche. Bin ich nämlich schnell tot. Bevor die überhaupt zuschlagen, sind die schon weg vom Fenster. Naja, ob das so gut war, weiß ich jetzt auch nicht. Weil naja. Hat sich als, ich sag mal, durchwachsen herausgestellt. Ich habe nämlich nur noch 4,5 Leben. Bett ist zusammengestürzt. Dauerwelli hat hohes Alter erreicht. Volle Lebensenergie? Wie ist das gemeint? Hä? Was volle Lebensenergie? Was soll ich jetzt hier machen? Was erwartest du von mir? Ach, ich habe sowas keine Zeit. Nur 2,5 Leben, das ist echt wenig für einen Endboss.
gibt's da? Geld. Ja, Geld. Also Geld ist jetzt das, was ich wirklich am wenigsten brauche. Das wird jetzt eigentlich überhaupt nicht. Eieieiei. Die Waffe ist aber auch wirklich Schrott. Das kann man gar nicht anders sagen. Na, das wird nix. Also, oh je. Ne, das mit einem Herzchen. Schade. Ach Gott. Das, der Fluch hier, der taugt ja auch nichts. Ich kämpfe mich da durch. Ich beiße mich durch, gell, aber. Puh. Wo ist denn noch einer? Ah. Ich hätte eine neue Waffe gebraucht. Eine, die Schaden macht. Das wäre es gewesen. Gerne auch Herzchen, aber so. Da ist ein Herz. Wo ist das plötzlich her? Und noch ein Herz. Ja, man muss alles kaputt schlagen. Und noch ein Herz. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Ist mein Gejammer wohl erhört worden, oder was? Vielleicht gibt es ja noch mal ein Herz irgendwo. Also versteht mich jetzt nicht falsch, ich mache das jetzt nicht gerne hier, dieses. Ja, das ist ja schon. Gehört ja schon eher zu den nervigeren Dingen, die man hier tun kann, aber. Für ein Herz würde ich ja fast alles tun, aber da ist leider keins drunter gewesen. So. Jetzt Bosskampf.
Einer stiftet Chaos, einer verbreitet die Pest. Einer ruft Hunger hervor und dann ist da noch jemand, der sich auf Macht verlässt. Fünf werden zu vier werden, zu drei werden, zu zwei werden, zu einem werden und der wird zu nichts. Ja. Gut. Alles, was ich hatte, habe ich sozusagen vergeudet. Mehr kann ich gar nicht. Aua. Oh. Weil meine Waffe ist ja totale Scheiße. Das bedeutet, mit der Waffe werde ich hier nichts reißen können. Das sieht man ja auch. Hä? Wer hat die Inspiration freigeschaltet? Wo sprichst du, Mann? Ja, nicht so. Ganz andere Probleme hier. Dieser Shamura. Ich schaff's ja nicht. Das ist dunkel. Das ist dunkel auch wieder. Also ne, mit der Waffe komme ich nicht weiter. Das kannst du vergessen. Könnte ich auch mit der Nase zuschlagen. Tja. Es hätte so schön sein können. Ist es aber nicht. Torti ist kein Thema mehr, das heißt, ach, die kommen dann doch wieder zurück. Die kommen doch wieder zurück. Ich dachte, die kommen nicht mehr zurück. Ja, wenn die doch wieder zurückkommen, also wenn Torti noch lebt. Wenn Torti wirklich noch lebt. Darf ich mal an den Schrein vielleicht? Also sowas. Was heißt denn, um Anhänger schneller zu heilen? Wie viel schneller soll man die denn heilen als sofort? Die sind doch sofort geheilt. Torti lebt noch tatsächlich. Die sterben gar nicht. Das ist ja sehr gut. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ich habe gedacht, die sterben bei der Dämonisierung. Deswegen habe ich den mal vor zurückgescheut. Und jetzt stellt sich heraus, hätte ich bloß nicht zurückgescheut. Also Hunger herrscht hier im Dorf. Und das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Ich kann gar keine köstliche Fischmahlzeit machen. Ich habe doch hier. Doch. Stimmt nicht, was ich da sage. Ich kann leider nur ein leckeres Fischgericht machen.
Ich werde die Quest nicht lösen können. Das gibt aber einen ganz schönen Malus, das weiß ich jetzt schon. Ach hier. Na gut, Leute, ich glaube, wir machen mal an der Stelle Schluss und alles Weitere auch hier wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.